Brill-Gesellschaft wurde in den 1920er Jahren in Deutschland gegründet. Die leitenden weiblichen Medien waren Maria Otzitsch, Sigrun, Gudrun, Traute und Heike. Das Brill-Symbol hat die folgende Bedeutung. Links in schwarz das jetzige dunkle Zeitalter, das Zeitalter von Lügen und Täuschungen. In dieses Zeitalter werden wir durch eine dunkle Elite geführt, die Kriege nach Kriege erzeugt. In der Mitte sehen wir den Blitz der göttlichen Intervention und rechts in lila sehen wir das goldene Zeitalter. Leute, diesmal möchte ich ein Video machen über der Seher van Rensburg oder Nicolas van Rensburg. Nicolas van Rensburg wurde am 30. August 1864 in der Nähe von der Stadt Wolmaranstadt geboren und er starb am 11. März 1926. Er hatte keine schulische Ausbildung und das einzige Buch, das er in seinem ganzen Leben gelesen hatte, war die Bibel. Er war sehr religiös und glaubte an Gott. Seine Visionen waren meistens symbolisch. Zum Beispiel, er sah in der weiten Zukunft nach dem Dritten Weltkrieg, dass eine Person in Braun von kleiner Statur mit einem Buhrherzen der neue Führer der befreiten südafrikanischen Republik werden würde. Die Visionen von Nicolas van Rensburg waren meistens symbolisch, aber die Interpretationen waren recht genau und detailliert. Im Laufe seines Lebens hatte Nicolas van Rensburg viele Visionen über die Zukunft. Er sagte den Ersten Weltkrieg voraus, den Zweiten Weltkrieg und ja, er hatte auch Visionen über den Dritten Weltkrieg. Ein sehr interessantes Buch, das das Leben von Nicolas van Rensburg beschreibt, ist Die Stimme eines Propheten, geschrieben durch Adrian Snellmann. Ich werde aus diesem Buch zitieren. Ich zitiere. Die Tochter machte eine interessante Bemerkung über die Vision ihres Vaters, dass Südafrika mit Hilfe von Deutschland in der nahen Zukunft während des Dritten Weltkrieges befreit wird. Nicolas hatte eine Vision über eine dunkle Wolke, die aus dem Osten kommt und ganz Europa in dieser Zeit bedecken wird. Dies wird auch durch viele anderen Sehern gesehen, dass eine dunkle Wolke die ganze Welt bedecken wird und dass dies Teil der Reinigung ist, das Nicolas gesehen hat in seinen Visionen. Während des Zweiten Burenkrieges der Freiheit hatte Nicolas van Rensburg mit den Buren gedient. Nicolas feuerte nie einen Schuss, aber er nutzte seine Fähigkeit, um die Burenkräfte sicher weg von den Engländern zu leiten. General Kemp mit Hilfe von Nicolas navigierte die Kräfte sicher durch die Wüste, so wie Moses in alten Zeiten es geschafft hatte. Nicolas glaubte nicht an die Gewalt, darum, dass er jeden Kampfeinsatz ablehnte. Er unterstützte aber seine Kollegen Buren mit seiner Gabe der Hellsichtigkeit, aber er hat nie einen anderen Mann getötet. Zum Beispiel, er sah mit Hilfe seines dritten Auges, wie die englischen Truppen durch die Gebiete sich bewegten und navigierten dann die Buren mit Hilfe seiner Hellsichtigkeit durch das Tal zu gehen, ohne auf die Engländer zu stoßen. Er tat dies unzählige Male, also hatte er die Gabe der Hellsichtigkeit oder Remote Viewing. Nicolas van Rensburg hat immer wieder wiederholt, dass wir keine Angst vor der Zukunft haben sollten und dass wir Vertrauen in Gott haben sollten. Er war ein sehr religiöser Mensch. Nochmals, das einzige Buch, das er jemals gelesen hat, war die Bibel. In einer anderen Prophezeiung würde Deutschland England in einem zukünftigen Dritten Weltkrieg besiegen. Ich glaube, dass Nicolas van Rensburg über die Reichsdeutschen sprach, da die gegenwärtige deutsche Regierung unter zionistischer Kontrolle niemals die weißen Buren in Südafrika bewaffnen würde in einem zukünftigen Rassenkrieg gegen die Zulus. Die Reichsdeutschen würden den Vertrag von 1914 ehren und die Buren bewaffnen und selbst mit reichsdeutschen Truppen assistieren, um Südafrika von der Rothschild-Mafia zu befreien. An einer anderen Stelle des Buches Stimme eines Propheten erzählt uns Nicolas van Rensburg, dass die Weißen in Europa ihr rassisches Bewusstsein verlieren werden und nicht mehr unterscheiden werden zwischen Weiße und Nicht-Weiße. Allerdings, wenn die schwarzen Horden von Afrika in Europa einmarschieren, wird der Selbsterhaltungstrieb der weißen Europäer dominant werden. Und dann werden die Weißen beginnen, die Eindringlinge zu bekämpfen. Gegen ihre Programmierung und Konditionierung werden sie für ihr Überleben kämpfen müssen.
Nikolas sah diese Migration von Schwarzen und anderen Nicht-Weißen in das Herz Europas und dass sie zu bürgerkriegsähnlichen Zuständen führen würden in mehreren europäischen Ländern, unter anderem in England, Frankreich und in Italien. Der Seher war nicht der Einzige, der diesen massiven Zustrom von Schwarzen in Europa gesehen hatte. Ein französischer Schriftsteller, Jean Raspail, hatte auch Visionen von der Zukunft von Europa und er schrieb ein Buch über diese Vision. In dieses Buch beschreibt er eine Zukunft, in der Millionen von Schwarzen aus Afrika nach Europa emigrieren. Dadurch würde in Europa einen Bürgerkrieg ausbrechen. Er veröffentlicht in seinem Buch Das Lager der Heiligen im Jahre 1973. Und ich zitiere den Schriftsteller oder Autor Jean Raspail: Ich habe seitdem andere Romane geschrieben, aber dieses hier wurde mir durch eine jenseitige Kraft diktiert, durch eine Inspiration von oben, das ich nicht wage zu nennen. Also Jean Raspail sagt, er wäre dazu geführt worden, um das Buch zu schreiben. Wir werden jetzt zurück zum Buch Voice of a Prophet oder Stimme eines Propheten von Adrian Snellmann gehen. Ich zitiere: Wenn diese Dinge beginnen, wird sich ein Mann in Deutschland erheben, der dann die Zügel übernimmt. Sie haben sich für diese Übernahme seit Jahren im Geheimen vorbereitet. Und die Waffen und Geräte, das Deutschland produzieren wird, werden vor solch einer Natur sein, dass viele Länder Angst vor Deutschland haben werden und dass sie deswegen Deutschland nicht angreifen werden. Ich glaube, dass dieses Zitat sich auf die Reichsdeutschen bezieht, von der Kolonie Neuschwabenland aus der inneren Welt von Agatha. Stellt euch einfach vor, dass die Reichsdeutschen sich seit Jahrzehnten auf die Wende vorbereiten und dass während der Wende ein deutscher Führer sich zeigen wird, der dann die Zügel in die Hand nimmt. Dieser Führer oder Jesus Christus würde nach der Sajacha-Offenbarung die Welt richten und bereinigen von allen Übel. Dieses befreite Deutschland würde dann zu den Südafrikanern zu Hilfe kommen. Ich zitiere weiter: Sie werden auch befreit werden, Deutschland. Sie werden all ihre Länder zurückgehalten, deutsche Gebiete, die nach dem Zweiten Weltkrieg enteignet wurden, und werden so mächtig werden, dass ich sie am Kopf des Tisches sehe, gerade nach dem Ende des Dritten Weltkrieges. Allerdings sah der Sinner, dass während dieser Zeit sein Volk gespalten wäre. Durch die geistige Indoktrination der Massen, durch die zionistische kontrollierte Presse und schulische Ausbildung würden sich die Südafrikaner gegenseitig bekämpfen. Diejenigen, die meine Videos gesehen haben und ihre eigene Recherche gemacht haben, wissen um die Existenz der Reichsdeutschen und wissen, dass sie eine sehr starke militärische Macht sind. Die Reichsdeutschen werden während des durch den Zionisten entfachten Dritten Weltkrieges eingreifen und werden uns helfen, Deutschland und die Welt zu befreien. Sie werden auch ihre Vereinbarungen und Verträge mit den weißen Südafrikanern ehren und ihnen helfen, die Schwarzen zu bekämpfen, die angestiftet wurden, durch die zionistisch kontrollierte Presse Völkermord an die weißen Südafrikaner zu führen. Und ich zitiere weiter: Ja, es ist Deutschland, das England zerstören wird und all ihre Rothschild-kontrollierten Verräter mit Waffen so mächtig, dass sonst kein anderer Staat besitzt. Der Seher bezieht sich auf die unglaublichen Waffen, die die Reichsdeutschen besitzen, die sogenannten Haunubu- und Vril-Flugscheiben und die Andromeda-Geräte. Die Waffen der Reichsdeutschen sind so mächtig, dass sie damit ganze Städte den Erdboden gleichmachen könnten. Der Seher erklärt, dass die Reichsdeutschen militärische Hilfe an die Südafrikaner geben würden, sodass die weißen Buren sich selber beschützen können gegen die schwarzen Horden, die angestiftet wurden, um Völkermord an den Buren zu üben. Er sah nicht nur die Befreiung von Deutschland, aber dass diese neue Regierung den Vertrag zwischen dem Deutschen Reich und die Rebellen von 1914 ehren würde. Der Seher sah 5 deutsche Kriegsschiffe in Luderitz vor Anker und sie versorgten die Buren mit Waffen und Munition für den Befreiungskrieg während der Wende. Und ich zitiere: Gewalt in Deutschland wird weltweit in den Nachrichten sein. Die lokalen Medien jetzt in den Händen von Kommunisten, Zionisten. Dieser Bürgerkrieg würde durch die massiven nichtweise Zuwanderung begonnen werden. Was jetzt gerade passiert: Deutschland ist in den Nachrichten, weil so viele Flüchtlinge, hauptsächlich Männer zwischen 20 und 35 Jahren, hierher kommen. Dies ist eigentlich eine Invasion. Ich zitiere weiter: Der Seher sagte, dass dieser Krieg, Dritte Weltkrieg, in Osteuropa beginnen würde mit Russland. Dies korreliert mit den Visionen von anderen Sehern, dass Russland ganz Ost- und Westeuropa besetzen würde. Nikolaus sah, dass die Juden, die Farbigen, gegen die Weißen in Südafrika anstiften würden. Dies geschieht bis heute. Mehr als 70.000 weiße Südafrikaner sind seit 1995 auf brutalste Art ermordet worden durch schwarze Mobs. Dies ist der anlaufende weiße südafrikanische Völkermord. Außerdem sah er, dass die Deutschen den Frieden in Europa erklären und dass Deutschland in sehr kurzer Zeit das mächtigste Land der Welt wird. Nikolaus sagte, dass sie ihre Freiheit durch Deutschland bekommen würden und dass Deutschland die führendste Macht sein würde nach dem Dritten Weltkrieg. Alle Provinzen, die sie im Letzten Weltkrieg verloren hatten, werden an Deutschland zurückgegeben. Und all ihre gestohlenen Waren werden auch an Deutschland zurückgegeben. Der Seher sah, dass die Probleme, die zu einem größeren Krieg führen würde, in der Gegend von Jugoslawien beginnen würde. Während des Dritten Weltkrieges sah der Seher, dass sehr mächtige Laserwaffen oder Energiewaffen eingesetzt wurden.
Dies könnte ein Hinweis sein auf die reichsdeutschen KSK-Waffen oder Kraftstrahlkanonen, die während des Zweiten Weltkrieges durch die Reichsdeutschen entwickelt wurden. Nach der russischen Invasion von Ost- und Westeuropa, in dieser Zeit würde Gott selber zu dieser Zeit kommen, um uns zu helfen, die Russen zu schlagen. Das heißt, die messianische Figur oder Jesus Christus wird sich während dieser Zeit zeigen. Nach Van Rensburg wird eine sehr mächtige, unbekannte Macht von deutschem Ursprung während des Krieges in Erscheinung treten. Nach dem Dritten Weltkrieg würde Deutschland das bedeutendste Land der Welt werden. Nikolaus Van Rensburg besagt, dass sich die Umstände ändern werden, wenn ein starker Heerführer in Erscheinung tretet und die Führung über die Verteidigungskräfte übernimmt. Ich glaube, dass dies ein Hinweis ist für die Wiederkunft von Jesus oder der dritte Sargon. Die Sajaha-Prophezeiung besagt, dass dieser Heerführer oder Rächer aus dem Lande des Mitternachtsberges kommen würde. Der Mitternachtsberg ist der Untersberg in der Nähe von Salzburg, Deutschland. Also wird dieser Leiter aus Deutschland kommen, er würde den Kampf gegen die russischen Invasoren führen. In einem anderen Teil des Buches sieht Niklas, wie ein schwarzer Mann Präsident von Südafrika wird. Wer er sah, war Nelson Mandela. Während seiner Amtszeit würde das Land ins Chaos stürzen. Er sah selbst den Tod von Nelson Mandela und dass er in einem gläsernen Sarg aufbewahrt werden würde und dass Tausende von Schwarzen seinen Tod betrauen würden und nach Pretoria kommen würden, um ihre letzte Ehre zu erweisen. Nun, Nelson Mandela wurde nicht in einem gläsernen Sarg aufbewahrt, aber es gab ein Fenster in den Sarg, man konnte also Nelson Mandela sehen. Vor der Übernahme der schwarzen Regierung in Südafrika war Südafrika einer der sichersten Orte der Welt. Die Kriminalitätsrate war sehr niedrig. Nach der Übernahme der Regierung durch die Schwarzen wurde Südafrika zur Mord- und Vergewaltigungshauptstadt der Welt. Nun, Nikolaus Van Rensburg hat es richtig erkannt in seinen Visionen. Dass ein schwarzer Mann Präsident von Südafrika wird und dass unter seiner Herrschaft Südafrika ins Chaos stürzen würde. Und ich zitiere weiter im Buch. 3 Bürgerkriege werden in Europa geführt. Aber noch einmal erhalten wir gute Nachrichten aus Deutschland. Einer der größten Tragödien aller Zeiten trifft Europa jetzt. Nun, ich glaube, dass hier Nikolaus Van Rensburg sich auf die Bürgerkriege bezieht, die wegen der nicht weißen Invasoren passieren wird. Nikolaus Van Rensburg sah das Ende von Apartheid, das Ende der weißen Herrschaft und den Völkermord an den Buren in Südafrika. Doch nach dem Dritten Weltkrieg würde Südafrika wieder eine Burennation werden. Nach der Wende würde Südafrika das stärkste Land in Südafrika werden und bis in Äquator reichen. Ich zitiere, Sie und die Engel weinen Tränen der Freude über unsere Befreiung und Rache Gottes gegen die Mörder. Der Seher sei eine große Zukunft für die Burennation nach der Weltwende. Und ich zitiere weiter im Buch Stimme eines Propheten. In Europa waren die Weißen immer Herrscher und sie genossen die Unterstützung von den gutwollenden Amerikanern. Allerdings wird sich die Lage drastisch ändern, wenn Afrika Europa überrennt und schwarze Kommunisten temporär die Macht übernehmen in Europa mit Hilfe von den Amerikanern. Hier sieht der Seher, dass die Amerikaner diesen massiven Zustrom von nicht-weißen Einwanderern in Europa unterstützen. Laut Online-Quellen zufolge ist die CIA mit den Schmugglern direkt daran beteiligt, um die Schwarzen und andere Nicht-Weiße nach Europa zu schleusen, um Europa zu destabilisieren, um einen Bürgerkrieg zu erschaffen. Der Seher sah, dass es zu einem Bürgerkrieg kommen würde in England und in Frankreich. Die Schwarzen würden rebellieren und plündern und vergewaltigen. Der Seher sah auch den Untergang von England, weil sie so viele Schwarze aus Afrika aufgenommen haben. Er hat auch gesehen, wie England bestraft wurde in der Zukunft, für was sie die Buren in Südafrika angetan haben. Die Massenmorde an Frauen und Kindern in den englischen Konzentrationslagern. Nikolaus Van Rensburg war ein moderner Prophet und ich rate jeden, der interessiert ist an Prophezeiungen, das Buch Stimme eines Propheten von Adrian Snellmann zu lesen. Es kann man online gratis runterladen. Nikolaus Van Rensburg sah die Weltwende in seinen Visionen, sah die vielen Schwierigkeiten der Zukunft und die vielen Tote seines Volkes. Er sah sogar seine beiden Töchter an Krankheit in englischen Internierungslagern in Südafrika sterben und dass sie gerecht werden würden. Er sah selbst die Zerstörung von England in seinen Visionen. Nun Leute, ich wollte ein Video machen über der Seher Van Rensburg und seine Prophezeiungen. Die Visionen von Van Rensburg korrelieren mit den Visionen von anderen Sehern überein. Während des Dritten Weltkrieges werden die Reichsdeutschen weltweit intervenieren. Gleichzeitig wird sich die Jesus-Christus-Figur zeigen und dann werden sie die Welt richten. Sie werden uns helfen, die Nicht-Weißen zu bekämpfen, die hergekommen sind, um uns von innen heraus zu vernichten. Nun, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Vergesst nicht zu bewerten, zu kommentieren und zu abonnieren. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ich weiß, dass ihr irgendwo da draußen seid. Ich kann euch jetzt spüren. Ich weiß, dass ihr Angst habt.
Angst vor uns. Angst vor Veränderungen. Wie die Zukunft wird, weiß ich nicht. Ich bin nicht hier, um euch zu sagen, wie die Sache ausgehen wird. Ich bin hier, um euch zu sagen, wie alles beginnen wird. Ich werde den Hörer auflegen und den Menschen das zeigen, was sie nicht sehen sollen. Ich zeige ihnen eine Welt ohne euch. Eine Welt ohne Gesetze, ohne Kontrollen und ohne Grenzen. Eine Welt, in der alles möglich ist. Wie es dann weitergeht, das liegt ganz an euch.